Und das Ganze geht dann auch gleich in eine weitere Mission über, nämlich Never Fade Away und Transmission. Und ich lasse die beiden einfach zusammen. Schau ich das Ganze an. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich? Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Hier lang. Wieso wusste Placid denn nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placid ist Yonbet de Bas. Wo gehen wir hin? Das siehst du bald. Watcher hat den Biochip nicht bemerkt? Seltsam. Hat er dich gescannt? Hä? Nein. Wieso? Das hätte es erschwert. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Nein. Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Wie das Netz brach es nach dem Krieg zusammen. Viré courant! In den Cyberspace. Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Das heißt, ihr habt eure eigene Synth-Tech-Schnittstelle. Wir haben von allem eine eigene Version. Wir benutzen nichts aus der Stadt. Hör mal, welche Garantie bekomme ich, dass ich zurückkommen werde? Du wirst in unserer Datenfestung sein. Bewacht. Bewacht von euch. Wüsstest du, was im Cyberspace auf dich wartet, würdest du dich nicht beschweren. Was ist der Unterschied zu normalem Netrunning? Die Schnittstelle zeigt dir die Datenebenen direkt aus dem Netz. Lesbar. Normale Runner sehen nur eine Karte. Sie sehen nichts unter der Oberfläche. Ihre Tech ist zu schwach dafür. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Oh. Wo denn? Von wem? Johnny. Er hat mir ein bisschen von ihr erzählt. Johnny? Also gut wie. Du solltest das ihr sagen. Ihr was sagen? Was mit uns? Das Konstrukt ist aktiv. Dadurch können Johnny und ich manchmal quatschen. Mhm. Das schauen wir uns auch noch an. Was? Meinst du, ich halluziniere und rede mit einem imaginären Freund? Es ist noch unklar, wie ein Engramm in einem menschlichen Neuralnetzwerk existiert. Eins sage ich dir, ist für den Menschen nicht so lustig. Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engramm aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction yeah. Connecte. Connection ist ab. Johnny, du bist anscheinend der Köder. Ist dir das recht? Ja, scheiß drauf, mach, was sie sagt. Genau, ist die Blackwall. Ich meine, ich weiß. Du weißt nur, was Netwatch dir erzählt. Die letzte Bastion gegen die Nachkriegs-KI. Der Triumph der Menschheit übers Chaos. Klingt wie die Netwatch-Propaganda am Samstagmorgen. Aber die Blackwall ist selbst eine KI. Die Grenzkondition lässt nichts durch. In keine Richtung. Würden KIs wie Menschen denken,
wäre sie ein Verräter für sie. Was willst du von Alt? Was wollt ihr alle von ihr? Nur Alt kann uns sicher über die Blackwall bringen. Kommt der Wandel, wollen wir auf der Gewinnerseite sein. Der Wandel? Als die Blackwall erbaut wurde, dachten alle, das Eis wäre genug und würde die wilden KIs fernhalten. Doch Technologie entwickelt sich weiter. Es steht eine weitere Katastrophe bevor. Sie kommt bald. Ganz sicher. Die Konzerne sehen die Gefahr nicht. Doch wir werden bereit sein. Oh, komm schon, nicht in die Wanne. Wir müssen dich für den Cyberspace vorbereiten. Die neuralen Anforderungen bist du nicht gewöhnt. Mach keinen Rückzieher, wie. Tu, was sie sagt. Ich hab keinen Bock, mit dir abzuprotzeln. Tun wir es. Non, j'ai pas protégé lui. Léon avait tant qu'il est. Ok. Was jetzt? Marie plongée. Johnny? Wo sind wir? Die Datenfestung. Unser BBS. Die Brücke ins Deepnet. Es ist alles so lebendig. So real. Der Cyberspace ist ständig in Bewegung. Er atmet. Die Schnittstelle passt Ebbe und Flut von Daten an die Kapazität deines Gehirns an. Du bist ein außergewöhnlicher Fall. Also, siehst du etwas anderes, als ich sehe? Ja, der Cyberspace ist immer Trouble. Also, wann fangen wir an? Alles bereit. Wir haben deinen Link zu Silverhands Neuralnetzwerk gestärkt, um das Fragment zu fassen. Wir brauchen die Daten zu Alt. Nur Alt. Es könnte sich ein wenig... Brigitte? Hier los. Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Scheiße. Liegt's am Konzert oder an Carrie? Hä? Dachte, du würdest heute nicht kommen. Ich sorg dafür, dass du es tust.
hab's mir anders überlegt. Johnny Boy ist ja ganz in Wallung. Meine Güte. Schade, dass es das schon war. Ist die Zigarette danach nicht Zen genug für dich? Müssen wir die Kunst des Krieges auch umschreiben? Das war's, Johnny. Ende und aus. Wollte nur nicht einfach verschwinden, ohne was zu sagen. Du musst nicht verschwinden. Ich werde dich immer... Freuden ficken, wenn sonst niemand da ist, der es tun will? Bist du nicht genau deswegen hier? Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Hast du es echt auf mich abgesehen heute? Nicht nur heute. Wie kannst du all die Andeutungen nicht wahrnehmen? Echt komisch für einen Künstler. Lief doch toll. Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Ja, wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbstverliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ist alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Du bist kein Rockstar, Johnny. Sieh's ein. Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Ah, verstehe. Reparierst deine Männer gern, hm? Bist nicht die Erste, die es versucht. Ganz ehrlich? Ich habe Besseres zu tun. Wollte dir nur helfen, einzusehen, dass du dich selbst belügst. Und dass es an dir liegt, etwas daran zu ändern. Du hast Angst. Du und Carrie. Ihr beide seid Feiglinge. Ich bin der Einzige, der sich traut, was gegen Arasaka zu unternehmen. Und scheiße, das macht dir Angst. Euch allen. Klar. Johnny S. Missverstanden von ganz Night City. Das ist es. Da liegt das Problem. Du hast einen Schuss. Wir wollten uns gegenseitig das Hirn rausvögeln, nicht meins analysieren. Hab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Weißt du, ich dachte... Dass das was Ernstes ist? Wir uns nahestehen? So nah, dass du mir wegen was auch immer ans Bein pissen kannst? Hast ja ganz schön Vorstellungskraft. Wohin gehst du? Hab noch was vor. Halt.
spar's dir. Für wen auch immer. Und? Lass uns abhauen. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Ein andermal, Chumbas. Aber was, wenn's kein anderes Mal gibt? Hm? Johnny Boy? Los, lauf! Hey, was denkst du, wo wir hingehen? Los! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist! Johnny! Der überfällt mich jetzt. Lass mich einfach in Ruhe. Johnny! Lass mich los! Ist gut. Komm, hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Na, wie sieht's da unten aus? Junge, ich habe dir so viele Schläuche in den Arsch geschoben, dass man dich als Espressomaschine verwenden könnte. Hab noch eine künstliche Leber dazugepackt. Deine Alte sah übler aus als eine Tüte voll Scheiße. Großartig. Ewiges Leben, ich komme. Trifft sich gut. Mann, hab ich dich vermisst. Blödsinn. Du Mistkerl konntest dich nicht mal zu einem Holo-Anruf durchringen. Du solltest doch zur Nachuntersuchung vorbeikommen. Er ist wie ein Sohn für mich. Das sehe ich. Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Das war Arasaka, stimmt's? Für dich ist es immer Arasaka. Weil's immer Arasaka ist. Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Was hast du gesehen? Nicht viel mehr als du. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Also, was willst du? Eine Story? Was Krasses für die Screamsheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon.
Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch deine Output, oder nicht? Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Und? Eine unter wie vielen? Nein. Die einzige Verbindung zu Arasaka ist, dass Johnny Silverhand sie knallt. Sie hat in letzter Zeit für ITS gearbeitet. Hat für die ein echt krasses schwarzes Eis geschrieben. Unknackbar, nicht reproduzierbar. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Moment. Alt wollte dich heute Abend treffen. Hat gesagt, sie könnte meine Hilfe gebrauchen. Hatte auch Grund dazu. Saka hat es schon mal probiert, nur dass Alt ihn damals durch die Mantisklingen schlüpfen konnte. Meinst du, sie hatte Angst und hat sich an dich gewendet? Yep. Und ehrlich gesagt verstehe ich langsam, warum. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Runner, der versucht, an ihrem Eis zu kratzen, wird Soulkiller einfach ausknipsen. Ich hab's gesehen. Es gibt nicht den geringsten physischen Schaden am Nervensystem oder sonst wo. Keine Geräusche, keine Zuckungen, kein Gestank. Nur Gehirnströme, die urplötzlich stillstehen. Als hätte jemand den Stecker gezogen. Oder die Seele aus dem Körper gerissen. Cool. Erzähl mir den Rest unterwegs. Hör ich da massive Zweifel raus? Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower, um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Oben sitz. Spann dich. Verpiss dich! Hab genug von Martin hier. Silverhand! Hab hier einen Schuldschein mit deinem Autogramm drauf! Hallo. Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide werdet nicht mehr... Tja, falsch gehört. Mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Und?
Und was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie fecken. Du weißt, mit wem er gelabert hat. Ich auch. Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Stroke auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. John. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Braucht deine Hilfe. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. So sehr, dass er selbst nicht mehr aufgekreuzt ist. Bringt also nichts, hier rumzusitzen. Hätte auch einen Job anzubieten. Es dringt, aber ich zahl gut. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ab. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Mal. Du bist diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Hat mit Arasaka zu tun. Wenn ihr nicht wollt, verstehe ich das. Du wolltest meine Aufmerksamkeit, jetzt hast du sie. Warst du allerdings auf den Freundschaftsrabatt aus, hast du dir gerade ins eigene Knie geschossen. Hey, Konzerne hart rannehmen. Ihr zwei macht das sonst aus Spaß. Aus Spaß, aber nicht umsonst. Das überlassen wir den Rocker Boys. Das Doppelte eurer üblichen Rate. Dreifache. Und du kommst mit. Denn wenn sie dir nicht traut, tue ich's auch nicht. Deal. So ist es. Dringend. Allerdings. Johnny! Hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand. Sie werden uns begleiten. Bringst du mich zu alt? Hatte ich mir gedacht. Du willst spielen? Mit mir? Na los! Die Waffe fallen! Ein Baby? Im Ernst? Wen hast du diesmal angesetzt, Johnny? Wir erleiden schwere Verluste! Schieß! Schieß! Verloren! Fuck! Fast
Deckung! Einheiten am Boden! Tod, Konzernratte! Aus den Fängen von Arasaka. Als Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower. Haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep. Wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar.
uns die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Thompson, kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Ich will von das. Wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Da sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Und jetzt konzentriert. Bereit oder nicht, dann komm ich. Sehr gut! Weiter so! Gib dir Deckung! Ich sehe viel. Komm auf uns zu. Macht euch bereit! Macht ihn fertig! Tod, Konzernratte! Mit denen fertig sind, werden nicht mal die Computer wieder. Noch jemand? Nein, dachte ich mir. Deckung!
der Verluste! Sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Halt! Halt! Komm schon, tu das nicht! Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Den Leuten die Wahrheit zeigen. Ändert nichts. Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck, hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Die Aufnahme. Was hat Thompson damit angestellt? Hat er sie jemals veröffentlicht? Scheiße, nein. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass ihr ein Paar wart? Dass sie Soulkiller geschrieben hat? Dass sie tot ist? Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen, als Geist? Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Laber kein Scheiß. Hab schon zu viele Storys gehört, in denen Runner sich ins Net Nimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse, weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt, sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Mädel. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne.
Musstest nur was wie Lass Arasaka ficken brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit, durchzubrechen, um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Zustand ist das Konstrukt. Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Alts Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Emotion gab's da echt eine Menge. Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engramm ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Jenseits gibt es keine Grenzen. Jenseits der Black Wall. Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Also, du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Hab mein Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Nie vor mir zu helfen, oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Ausschalten? Netwatch waren diesmal gut vorbereitet. Bestimmt Mosley, der Wichser. Was ist mit Brigitte? Und den Voodoo Boys?
Ich musste sie löschen. Netwatch hat ihre BBS benutzt. Löschen? Soll das heißen, sie sind alle tot? Wir tun die Penner doch nicht etwa leid, oder? Scheiße. Ich habe einen Netwatch-Agenten hergeführt. Der Typ muss mir einen Tracker untergejubelt haben. Er hat einfach heimlich den Virus der Voodoos mit seinem eigenen Dreck ersetzt. So haben sie bestimmt hergefunden. Das ist egal. Das gesamte Subnet wurde zerstört. Alt, du hast uns da rausgeholt. Heißt das, zwischen uns ist alles okay? Keine Probleme? Ich habe deinen Engramm-Code erkannt, aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt, das ist Wie. Du musst dir das Leben retten. Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Kann das Drama hier nicht warten? Keine Ahnung, was ich von der KI erwartet habe, aber sicher keinen digitalen Beziehungskrach. Das ist gerade nicht hilfreich. Macht's aber auch nicht schlimmer. Wenn du nicht Alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch, ich habe seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologien. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi. Und du hilfst Wie. Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Wie maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in dein Körper ein. Also rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt, aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in ihren Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi.
Johnny beschönigt gerne, falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust ihm nicht, und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln. Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Halt. Bevor wir gehen, muss ich mit dir reden. Alleine. Nein, das ist nicht möglich. Das nennt man dann wohl Karma. Die Scheiß-Runner waren selbst schuld. So befriedigend das auch ist. Wir müssen los. Stimmt. Grummelbacke ist ja noch übrig. Thank you.
Geilst du dich etwa immer so an Arasaka-Dokus auf? Wow, sehr lustig. Sieh dich doch um, was die aus dem Flecken hier gemacht haben. Weißt du was? Ich habe keine Lust auf Geschwafel. Und weißt du, was dein Scheißproblem ist? Du hast nicht die Eier. Hast hier in Night City weder den Ruf noch die Chumbas. Ich bin weg. Bis dann, Kumpel. Scheiße. Nicht gut. So, und das war's dann auch. Eine irre lange Mission. Und es bleibt spannend. Ich freue mich, euch dann wieder in meinem nächsten Video zu sehen, hier in Cyberpunk 2077. Bis demnächst. Ciao, ciao, euer Avor.